Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekichte.de. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen kann, wie man einen Schaltplan für einen Verteiler, für einen Unterverteiler im Haus zeichnet. Grund war hier, das ist ein Altbau, da gibt es keinen Plan und jemand möchte den Plan zeichnen und das will ich gerne tun. Ich verwende die Software Q-Elektrotech und darum sollte es auch gehen, wie ich mit der Software denn tatsächlich das ganze Ding zeichne. Also, im Normalfall fangen wir eben an mit der ersten Seite, dann nehmen wir einfach ein Textfeld und sagen hier, was das für ein Bauvorhaben ist. Dann würde ich persönlich sagen, welcher Verteiler das ist. Und dann würde ich persönlich einfach noch das Datum hinzufügen. Dann kann man hier drauf gehen, Rechtsklick, Textfeld bearbeiten, dann machen wir Größe 18 und OK. Und dann haben wir das Deckblatt eigentlich schon fertig. Mit einem Doppelklick hier unten rein kann ich jetzt eben sagen, das ist der Verteilerplan EG. Bearbeiterdatum ist soweit, denke ich, klar. Ich habe ja schon einige Tutorials darüber gemacht. Jetzt soll es wirklich nur darum gehen, wie ich einen Schaltplan für einen Verteiler zeichne. Bauvorhaben natürlich ohne H, natürlich. So, also, als nächstes gehe ich auf Projekt und füge hier ein Inhaltsverzeichnis hinzu. Einfach, dass wir auf der zweiten Seite jetzt ein Inhaltsverzeichnis haben, dass das schön aussieht und man auch gewisse Dinge gleich findet. Danach gehe ich oben drauf, mache ein Plus und jetzt sind wir quasi auf der ersten Seite, wo wir zeichnen. Als allererstes brauchen wir eine Einspeisung, die finde ich bei Elektrik und dann hier bei Netzquellen und ich vermute in aller Regel, dass wir eben Drehstrom P, E und N haben. Diesen würde ich persönlich jetzt, also ich sage mal, wie es ich persönlich machen würde, ich versuche mich an die DIN zu halten, aber manche Dinge mache ich doch anders. So, ich würde die Einspeisung jetzt einfach hier im unteren Bereich machen. Ich sage auch gleich warum, würde gleich einen Doppelklick hier drauf machen, würde diese Seite jetzt Einspeisung nennen. So, als nächstes haben wir normalerweise einen Lasttrenner drin. Das ist dieser Drei-Phasen-Lasttrenner, den wir vor unserem Zähler drin haben, aber nicht als Schlüsselschalter. So, ihr seht, ich gebe oben einfach Last ein und dann kommt es schon. In diesem Fall kann ich ruhig ein bisschen weiter unten anfangen und würde jetzt eben meine Last tatsächlich mit meinem L1, L2 und L3 verbinden. So, jetzt ist so, dass normalerweise ein Stromzähler kommt. Den Stromzähler würde ich jetzt gar nicht zu mir sogar gar nicht so viel großartig Mühe machen. Ich würde einfach so einen viereckigen Kasten setzen, Textfeld und würde sagen Stromzähler. Es gibt zwar Stromzähler, ich kann den mal eingeben hier, wenn ich hier auf Zähler gehe, gibt es zwar so ein paar Vorlagen. Ihr seht auch hier, kWh ist an sich jetzt nicht großartig dargestellt. So, vielleicht ein bisschen zu groß, machen wir ein bisschen kleiner und würde den dann eben da passend dahinziehen. Kann man noch ein kleines Fenster reinmachen, wie man das möchte. So, ganz wichtig mit STRG und S immer wieder zwischendrin speichern. Jetzt haben wir unseren Stromzähler. Normalerweise hat man, wenn man eine Einliegerwohnung hat, hat man das Ganze doppelt. Dann kopieren wir uns das nachher. Jetzt ist so, ich persönlich bin ein Freund von Querverweisen. Sprich, ich gehe, wenn ich auf der Einspeiseseite bin, also ich zeichne gern großflächig, ich nehme gern mehrere oder viele Seiten, habe dafür einfach mehr Platz. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Jetzt gehen wir auf Folienverweise und verweisen auf die nächste Folie und machen eins, zwei und drei. Bei den Folienverweisen ist eigentlich nur darauf zu achten. Machen wir Doppelklick hier drauf. Kopfzeilen anzeigen. Jetzt sehen wir, dass hier ABC ist. Ich persönlich finde es gut, wenn diese Kopfzeilen immer in einem Feld sind. Einfach deshalb, weil ich ja dann auf der nächsten Seite sehe, Strompfad 1, A. Dann weiß ich sofort, wo ich bin. Ist das AB und das nächste auch in B drin, dann weiß ich es eben nicht. Genau. Deswegen darauf achten. Ich persönlich mache immer die linke Seite Kopfzeilen eigentlich weg. Auch das kann man machen, wie man dann möchte. So, danach verbinde ich einfach mein L3 mit meinem L2 und meinem L1 noch mit dem L1. So, geht wunderbar durch den Stromzähler durch. Mein Lasttrenner habe ich noch mit Doppelklick. Kann ich jetzt auf BMK-Formel gehen, nenne den Q1 und auf Anwenden. Und damit hätte ich schon meinen ersten Lasttrennschalter drin. Jetzt brauche ich natürlich noch zwei Folienverweise, die ich gehe direkt hier oben drauf.
für mein N und mein PE. Ich persönlich mache es wieder einfach so. Den PE zeichne ich normalerweise nicht ein, außer wenn es wichtig ist. Würde ich mich jetzt auch im Hausverteiler ein bisschen so dran halten. Habe ich jetzt zwei oder mehrere Stromkreise mit Stromzähler, würde ich jetzt einfach Strong und C, Strong und V machen. Würde mir das ganze Ding jetzt ein bisschen rüberschieben und kann mir das Ganze jetzt dahin kopieren, wo ich es brauche. Ich schnappe mir jetzt also die drei Querverweise, mache die dahin und den Stromzähler mache ich auch passend. Wie gesagt, wenn ich einen zweiten habe, kann ich den da hinsetzen und würde jetzt wieder L1, L1, L2, L2 und so weiter. Jetzt an der Stelle kann man schon einen ganz großen Fehler machen, zumindest meiner Meinung nach. Ich würde jetzt auf jedes Potential einen Doppelklick machen und würde das richtig bezeichnen. Also ich würde das jetzt in diesem Fall hier L1.1 nennen, 400-230 Volt. Natürlich auf Anzeigen und ganz wichtig, Eigenschaften auf alle Verbindungen des Potentials übertragen. Damit habt ihr das auf der nächsten Seite auch. Warum sage ich das? In diesem Fall hier würde ich persönlich jetzt L2.1 machen, wieder 400, 230 Volt. Warum 400, 230? Ganz einfach deswegen misst man L1 gegen N oder PE habe ich 230, messe ich L1 gegen L2 habe ich 400 Volt. Liegt hier in diesem Fall beides an. Ich weiß, wenn ich hier 400, 230 lese, weiß ich, dass beides verfügbar ist. Das heißt, ich habe mehr als eine Phase. Ich habe aber auch mein N da. Es gibt ja durchaus Anwendungen, wo ich kein N brauche, zum Beispiel Drehstrommotoren. Das bezeichne ich jetzt bei allen Leitungen hier durch und dann habe ich meine Einspeisung eigentlich schon fertig. Jetzt mache ich einen Doppelklick, eine neue Seite und normalerweise ist das so, dass zumindest in neuen Häusern es verschiedene FI-Gruppen gibt. Es kommt also hier der erste FI und dann der nächste FI und das wollen wir jetzt machen. Jetzt gebe ich hier oben einfach Fehlerstromschutzschalter ein. Das sieht man schon, mit denen muss ich sagen, bin ich nicht ganz so glücklich. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass die Fehlerstromschutzschalter so aussehen, finde ich persönlich jetzt nicht so toll. Den fügen wir uns trotzdem mal hier ein. Wie komme ich jetzt zu diesem Fehlerstrom-Schutzschalter? Relativ einfach. Ich schließe mein Suchen. Ich mache STRG und S und speichere das Ganze mal. Ich gehe wieder zur Folienverweise und komme jetzt von der nächsten Folie. Mache hier wieder meine, also am einfachsten ist, wenn man dann auf Einspeisung geht. Ich kopiere mir diese drei hier. Strong und C, hierher, Strong und V, das sind sie, und mache jetzt einfach hier mein Feld mit nächste Folie, so, und diesen Abstand von den Leitern würde ich immer jetzt beibehalten, einfach, dass das ordentlich und schön ist, fahre das nur ein bisschen hier rüber, und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, erscheint das Feld, dann sieht man auch schon, ich muss gar nicht groß gucken, das ist richtig bezeichnet hier, L2.1, ich weiß, ich bin jetzt die Hauptwohnung, dann mache ich da Rechtsklick, also ich kann auch draufklicken, dann erscheint es hier und wenn ich hier draufklicke, dann sieht man sofort, welches Potenzial es ist zur Kontrolle. Ich mache Rechtsklick, Bauteil verbinden, anwenden, ja, gemeinsames Potenzial, fertig. Gehe hier drauf und kann das richtig benennen, könnte aber auch in der Voreinstellung das drin haben, damit er das eben hier direkt übernimmt das Potenzial. So, wichtig ist tatsächlich, finde ich persönlich jetzt, dass ich das Potenzial richtig benenne. Also wenn ich jetzt hier Doppelklick drauf mache, jetzt nehme ich das hier, Rechtsklick, Bauteil verbinden, anwenden und jetzt fragt er mich, ob ich die eben zusammensetzen will, kann ich machen. Und wenn man sieht, wenn ich das untere Kästchen anklicke, dann hat er jetzt eben das richtige Potenzial drin. Wenn ich das löschen möchte, gehe ich da wieder drauf, sage trennen, und auf Rechtsklick, Bauteil verbinden, anwenden, Rechtsklick, Bauteil verbinden, anwenden. Und jetzt eben das zweite und, jetzt habe ich den falschen gewählt. Also ihr habt es, glaube ich, verstanden, wie es funktioniert. Und nachdem ich die Bauteile verbunden habe, muss ich jetzt logischerweise noch hier auf meinen richtigen Kontakt hier achten. Wie gesagt, der Fehlerstromschutzschalter finde ich doof, weil es hier, also ich habe zwischen keinen mit N gefunden, aber zumindest einen vierpoligen. So, danach verbinden wir jetzt den FI-Schutzschalter mit L1, L2 und L3. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist der N. Das heißt, den N
fügen wir jetzt hier auch noch hinzu. In diesem Fall bin ich jetzt noch relativ weit unten. Das ändert sich nachher noch. So, fahren hier ein bisschen rüber, setzen den dahin und ich bin zu tief gewesen. So, auch wieder ganz wichtig, natürlich hier, den hätte ich natürlich bezeichnen müssen. Das ist der N. Den würde ich jetzt einfach als N bezeichnen oder als N bezeichnet lassen. Später würde ich auf jeden Fall die Ns, das sehen wir gleich, nach FI-Schutzschalter korrekt bezeichnen, weil sonst fliegt natürlich der FI-Schutzschalter relativ schnell. So, danach habe ich jetzt ja meinen FI-Schutzschalter gezeichnet, würde wieder sagen, nächste Folie, setze die wieder hier hin, 1, 2 und 3 und würde jetzt mein L1, oh, das ist der L3, Entschuldigung, darauf achten, dass hier der L1 ist der hier, die L1, L2, L3 Zuordnung natürlich passt. Und jetzt würde ich das so machen, dass ich die rüberziehe. Und in diesem Fall würde ich persönlich jetzt eine Ausnahme machen, dass ich eben sagen würde, ich beginne hier schon mit den Sicherungen. Einfach deswegen, weil normalerweise hat man 4 oder 5 Sicherungen pro FI-Schutzschalter. Das natürlich jetzt schön hier ein bisschen hin und her ziehen, dass das hier auch wieder ordentlich aussieht, dass man das gut lesen kann. So. Und jetzt würde ich schon anfangen, mit meinen Sicherungen zu setzen. Den N, wie gesagt, habe ich gesagt, den passenden N verbinden. Das heißt, der N hier vom FI-Schutzschalter, das ist jetzt tatsächlich der FI-Schutzschalter, der auf alle diese Leitungen gehört. Sprich, den nehme ich und ziehe den hier jetzt runter. Und diesen N würde ich jetzt so nennen, dass ich sage FI1N oder NFI1. Okay. Oh, Anzeigen natürlich noch. Anzeigen. Und okay, jetzt weiß ich, welchem N ich bin. Und das Bauteil würde ich jetzt auch gleich richtig bezeichnen mit FI1. Dann natürlich Texte. Text hinzufügen und das dann richtig bezeichnen mit 0,03 Milli oder mit 0,9 Ampere und wie viel bei 40 Ampere und so, das einfach anständig bezeichnen. So, und jetzt kann ich eigentlich schon anfangen, meine Sicherung zu setzen. Ich habe mir einen Leitungsschutzschalter selber gemacht, weil ich die nicht so schön fand. Jetzt kann ich hier meine Leitungsschutzschalter setzen. Ihr seht hier oben, dass ich im passenden Strompfad bin. Ich würde jetzt eben 7, 9, 11, 13, 15 die verschiedenen Strompfade machen. Danach würde ich eben jetzt, also je nachdem wie es gemacht ist, im Schaltschrank dann selber, natürlich passen, auch darauf aufpassen, dass ihr das richtige Potenzial habt. Also hier L3, dann L2 und so weiter. Und meine ganzen Sicherungen jetzt damit verbinden. Geht das Potenzial nicht weiter, also habt ihr wirklich auf dem jetzt hier nur 5 Sicherungen drauf. Ihr seht, wenn ich das bewege, dann passt da wieder. Also man sieht hier an diesen Linien, wann es passend ist. Die alle natürlich korrekt verbinden. Habe ich jetzt, hört es hier auf, habe ich hier bloß diese, was sind es, 2, 4, 5 Sicherungen, dann brauche ich das hier natürlich nicht. Dann hört es hier auf, was ich am schönsten finde, wenn ein FI auf einer Seite ist in diesem Fall und fertig. So, jetzt einen Doppelklick da drauf machen. Bei BMK-Formel zum Beispiel Schlafzimmer, stimmt gar nicht, bei BMK würde ich F1 nennen oder F1.5 oder wie auch immer die heißt. Dann auf Texte, zwei Textfelder hinzufügen, auf Anwenden. Jetzt sieht man schon, ich habe hier die zwei Textfelder. Das eine Textfeld muss auf jeden Fall die Bezeichnung drin haben, B16 zum Beispiel. Und das andere Textfeld ziehe ich jetzt hier runter unter die Sicherung und hier würde ich jetzt eben das Schlafzimmer machen. Ich jetzt zu Klemmen und Klemmleisten gehen und denn normalerweise sind in neuen Sicherungskästen werden Sicherungen nicht mehr direkt angeschlossen, sondern über Klemmen. Sprich, jetzt würde ich hier eine Klemme setzen und diese Klemme, das ist jetzt mein Ausgang aus dem Schaltschrank raus. Also bis hierhin, bis zu der Klemme ist es Schaltschrank und danach ist es dann eben nach dem Schaltschrank. Die Klemme natürlich kopieren. Ganz wichtig jetzt, in diesem Fall schieben wir den N hier hoch, denn der N ist noch im Schaltschrank verdrahtet. So, jetzt wisst ihr genau, diese zwei Klemmen hier, die gehen jetzt direkt zu meinem Schlafzimmer.
Die Erdungsklemme, wie gesagt, würde ich persönlich jetzt hier nicht anzeichnen, denn die Erdungsklemme gehört natürlich hier hin. Ganz wichtig, Doppelklick drauf. Als BMK-Formel X1.1 oder X1.8, wie auch immer die heißt. Bezeichnen die gleich wichtig oder gleich richtig. Und bei Texte, Text wählen, macht aus der Größe 10 vielleicht eine 7, ist eindeutig besser. Genau. X1.5. Die nächste Klemme ist dann natürlich 5, 6, 7, 8 und so weiter. Das heißt, das X1 bezeichnet immer nur die erste Klemme. Würde ich auch so machen. Das würde ich jetzt komplett so durchgehen. Und dann habe ich eigentlich schon eine ganz arg übersichtliche Seite. Zum einen sehe ich sofort, an welchem Potenzial liegt das an. Also ist das hier Unterverteilung, ist das Einliegerwohnung, ist das was auch immer. Finde ich ziemlich wichtig, dass man das hier oben drin hat nochmal. Dann habe ich sofort, das sehe ich sofort, an welchem FI-Schutzschalter bin ich dran. Also wenn ich den rausmache, welche Sicherungen sind alle draußen. Ich sehe aber auch sofort, welche Sicherung habe ich, zu welchem Raum gehört die und auch den N, dass ich das einfach auch nicht vertausche. Danach würde ich jetzt eben hier das Ding so nennen, FI1, Verteiler, bla bla bla. Sicherungen 1 bis 8 oder so, zum Beispiel. So, Strong A, Strong C, eine neue Folie, Strong V, kann ich alles so übernehmen, wie es ist. Also natürlich müsste es ein bisschen schöner machen und so, aber sonst würde das Video lang dauern. Habe ich alles schon fertig, das Einzige, was ich machen muss, Doppelklick, Information, BMK-Folge F3.4, anwenden, B16 bleibt in aller Regel vermutlich und das Schlafzimmer wird einfach zur Küche. Fertig. So, und das könnt ihr jetzt im Prinzip durchmachen. Habt ihr an einem FI halt relativ viele Sicherungen dran, dann muss ich die Querverweise kopieren, den FI rauslöschen und auf der nächsten Seite einfach die Sicherung machen. So, so könnt ihr relativ weit durchgehen. Jetzt ein kleiner Hinweis. Normalerweise ist es so, dass es ja in modernen Haushalten EIBs oder Logos oder Möllers oder irgendwas anderes gibt. Ich würde die Sicherungen, selbst für die Logos und die EIB-Sachen, trotzdem hier mit einzeichnen. Würde dann aber auf die nächste Folie verweisen. Und zwar auch mit dem passenden N. Würde dann hierher gehen und würde die Sicherung jetzt hier, Text, fügen wir schon einen hinzu, nennen wir die einfach EIB-Regelung. Okay, anwenden. So, und würde jetzt in diesem Fall, also wenn ihr den Plan so fertig habt, dann eine neue Seite erstellen. Und das hier ist jetzt die Regelung Logo Haustechnik, was auch immer. So, und dann natürlich die vorherige Folie. Und in diesem Fall hier würde ich jetzt auf die Folie 4 verweisen. Sieht man hier die Folie 4. Das ist jetzt der falsche Moment. 4 habe ich. Rechtsklick, Bauteil verbinden, anwenden. So, jetzt habe ich also meine Sicherung und dann würde ich jetzt hier eben diese gesamte EIB-Installation machen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Logo. Auch wenn das Netzteil und so weiter, das würde ich dann hier hinsetzen und würde gegebenenfalls die 24 Volt, 12 Volt, was auch immer, immer weiter abgreifen. Aber die Sicherung sollte eigentlich auf dieser Seite hier bleiben und nicht irgendwo anders sitzen. So, wir sind bei der Logo und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn ich eine Logo habe oder ein EIB, völlig egal, wo ziemlich übersichtlich nachher ist, dann würde ich jetzt so machen, dass ich mir das Ding da hinsetze. Das ist ja mein Potenzial. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Taster. Wir können einfach mal Taster eingeben. Taster. Einen ganz normalen Drucktaster. Dann würde ich jetzt die Taster direkt hier anschließen. So und so. Und mit dem passenden Potential als Querverweis verbinden. Das gleiche, auch die Ausgänge, würde ich, ich nehme jetzt einfach mal eine Lampe, würde einfach die Lampe nehmen, einfügen und jetzt auf dieser Seite über einen Querverweis oder direkt eben hier das machen. Wichtig natürlich auch hier, alle Taster, die sitzen ja nicht im Schaltschrank. Tut euch selber den Gefallen, nehmt Klemmen. Also geht alpolig, Klemmen
Klemmen und verwendet hier jetzt tatsächlich Klemmen und sagt so, so, so und so. Doppelklick, Information, das ist der S5. Die S5 kann man gerne auch in den Taster innen reinschreiben oder in die Dose rein oder so, dass ich den aufmache, dass ich klar weiß, wo ich suchen muss. Texte, Text hinzufügen, anwenden. Und jetzt nenne ich diesen Taster aber auch gleich nicht Klo. Oder diese Lampe nenne ich gleich Lüfter WC. Also macht euch die Mühe, das hilft euch nachher ganz viel Zeit. Wenn es da oben drin zu eng ist, kann man durchaus auch das ganze Ding immer da unten hinsetzen. Macht eh Sinn, wenn man das vorne so angefangen hat. Da sind wir. Vorne so angefangen mit Schlafzimmer. Das auf der Unterseite so durchzusetzen. So, habe ich jetzt relativ komplexe, so ist bei mir daheim zum Beispiel, dass ich auch teilweise Feldmodule und so habe, dann kann man, und das ist das Schöne, so kann man es auch machen, Logo, nimmt man sich einfach einen Kontakt, dann kann ich diesen Kontakt hier jetzt auch irgendwo anders hinsetzen. So kenne ich es von Schaltplänen aus der Industrie, da komme ich ja eigentlich her. Würde ich mir das kopieren und könnte jetzt trotzdem sagen, ich füge den hier ein, also als Beispiel jetzt nochmal, und füge den hier ein und hätte jetzt den Kontakt eben bei dieser Sicherung. Das ist jetzt eben ein Ausgang, das gleiche könnte ich aber auch mit einem Eingang machen. So, ich finde, vor allem bei der Regelung muss man immer so das Mittelmaß finden zwischen Übersicht und zwischen dem, dass ich nicht 30 Seiten und für jeden Eingang eine andere Seite habe. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt so ein bisschen helfen bei deinem Plan zeichnen. Faktisch Inhaltsverzeichnis, Einspeisung, dann den FI und dann alle angehängten Sicherungen. Wie man das nachher aufteilt, ist egal. Die Leitungen immer bezeichnen, dass ich weiß, welches Potenzial ich habe. Und die Querverweise immer anständig führen. Und dann die Regelung einfach danach auf eine Extra-Seite gehen. Und was auch, finde ich, ziemlich wichtig ist, ein Klemmplan. Ich hoffe, das Plugin kriege ich demnächst mal zum Rennen, weil das ist so das i-Tüpfelchen, was mir bei Q-Elektrotech gerade noch fehlt. So, vielen Dank fürs Zuschauen und immer dran denken, Strom kann tödlich sein, kann zu Bränden führen. Genau, fragt eine Elektrofachkraft. Vielen Dank fürs Zuschauen und euch viel Erfolg bei euren Projekten.